So, willkommen zu einer neuen Folge. Auf jeden Fall habe ich jetzt heute mal einen Gedanken gesprungen. Wir alle wollen ja in gewisser Weise Aufmerksamkeit, egal wie. Jeder weiß, was ich damit meine. Hoffe ich zumindest. Ich habe mich jetzt auch eine Weile nicht mehr gemeldet gehabt. Ich habe nicht mehr wirklich gewusst, was ich sagen soll oder sonst wie. Aber ich habe ja gesagt, dass ich ja was machen muss oder tue und dass ich auch nicht unbedingt regelmäßig da bin. Auf jeden Fall die Sache mit dieser Aufmerksamkeit. Ich hatte mich gerade, ich schaue gerade eine Serie und da ist mir schon bewusst geworden, wir alle, also auch über Social Media, Facebook und TikTok, Instagram, was auch immer es da gibt, wir alle wollen Aufmerksamkeit bis zu einem gewissen Grad. Und das betrifft ja auch die Schule. Also es kommt gerade wegen der Serie. Und die Sache ist so die, wenn wir irgendwo an einem Punkt stehen im Leben, wo wir nicht weiter wissen, und wir denken so, ach, hätte ich doch studiert, hätte ich doch dies oder jenes gemacht. Haben wir nicht, haben wir doch, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt nehmen wir mal an, haben wir nicht. Dann ist es so der Grund, dass wir sagen, hey, hätte ich doch studiert, hätte ich doch das und das gemacht, dann hätte ich jetzt diese und diese Möglichkeit. Ist aber eigentlich relativ egal, weil, wenn man es mal objektiv betrachtet, wir wollen alle nur Aufmerksamkeit im Sinne von, ich mache jetzt einen Abschluss, damit ich Aufmerksamkeit bekomme im Sinne von was auch immer, Familie oder Freunde. Und auf was ich aber raus will, ist, wenn ich jetzt einen Abschluss mache, ist ja die Aufmerksamkeit im Prinzip auf diesem Beweis, ich habe was in der Hand. Und die andere Sache ist dann wiederum, wenn ich diese Sache habe, kann ich einfach dort in die Arbeit oder Schule gehen und kann mit meinem Zeugnis oder mit meiner, ihr wisst, was ich meine, mit dem, was ich halt abgeschlossen habe, mit diesem Beweis zeigen, hey, Aufmerksamkeit hier, nehmt mich an, ich kann, was ich will. Und natürlich ist es so ein Zwischending. Aufmerksamkeit ist da, aber auch wieder nicht. Und gut, aus dem Konzept komme ich jetzt aber fast wieder raus, aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, wenn wir arbeiten gehen oder sonst wohin gehen und wir denken, ach ja, wir brauchen jetzt dies und das und wir müssen das und das erledigt haben, um dort arbeiten zu können oder Schule machen zu können. Ja, die Aufmerksamkeit brauchen wir definitiv. Nur die Sache ist, wir wollen ja auch irgendwie etwas leisten und dieses Konzept, was wir haben, will uns zeigen, dass wir etwas leisten können, nur weil wir dieses Papier, diesen Beweis, was auch immer haben, diesen ich habe meinen Abschluss, ich kann jetzt das und das machen. Und das ist irgendwo so das Witzige daran, weil wir müssen dann sagen, hey, wir können das, die lassen uns arbeiten. Wenn wir aber diesen Beweis nicht haben, dass wir was leisten können durch dieses Plakat, durch diese Urkunde, das Wort Urkunde habe ich die ganze Zeit gesucht, dann ist es ja irgendwie komisch, dass wir auf einmal, wenn wir dieses Ding nicht haben, nicht irgendwo einfach mal so einen Job kriegen können, nur weil wir diese Urkunde nicht haben. Aber die Urkunde hat keinen Beweis dafür, ob wir es können. Also natürlich, der Beweis ist da, dass wir es können. Aber die Frage ist, ist die Urkunde, die wir nicht haben, ein Beweis dafür, dass wir es nicht können? Oder ist es nur so, dass wir sagen müssen, hey, wir müssen nachweisen, dass wir was können, damit die Leute Sicherheit haben können, dass wir was leisten können? Weil ich sage mal, so ein Unternehmen zu führen, ist keine Sicherheit. Du führst ein Unternehmen, du baust es auf, es kann jederzeit pleite gehen, alles Mögliche. Also warum sollte man einen Beweis dafür haben, etwas geleistet zu haben, wenn man es doch schon mal gemacht hat? Oder auch nicht? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das wollte ich mal loswerden. Habt einen geilen Sonntagabend, euer Action Anthony. Bis dahin, ciao.